Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe, jetzt auch mit dem neuen Titel Live Trading der US-Session. Und der Referent ist aber gleich geblieben. Ich freue mich sehr, dass Marc Pötter wieder für uns die Zeit gefunden hat, das Webinar hier mit FXSet zu veranstalten. Dementsprechend schauen wir uns gleich mal den Risikohinweis an. Aber vorher für den einen oder anderen, der jetzt neu dabei ist, möchte ich mich natürlich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie herzlich im Namen von FXLet. Wie gerade angesprochen, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar ja wirklich nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Markt heute auch Trades macht oder nicht. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und ja, ich bitte darum, diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Sehr gut, Marc, dann würde ich dir jetzt den Bildschirm geben. Vor ein paar Minuten kam die EZB-Zinsentscheidung raus, wie erwartet gekürzt und gleichzeitig aber die Inflationserwartung nach oben revidiert für 24, 25, so ein kleiner Widerspruch. Viele sagen schon, das ist ein Fehler gewesen. Wir werden es sehen. Aber ja, wünsche natürlich erstmal viel Spaß und viel Erfolg. Nelson, danke dir, auch von meiner Seite. Ja, ich betreibe mal eben meinen Bildschirm kurz, gehe dann gleich direkt darauf ein. Ich will mich nur ganz kurz vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen sollten. Marc Pötter, mein Name. Bin professioneller Trader und Investor. Auf der einen Seite eine eigene Firma, Smart Markets, wie ihr sehen könnt. Und da machen wir vorwiegend Day Trading. Bei mir selber, private Altersvorsorge, liegt fast alles in Aktien. Ja, und von daher deswegen das so die beiden Sachen, die mich interessieren. Können wir mal direkt jetzt in die Plattform gehen, weil das ist ja gerade ein super spannendes Thema. Und exakt darum geht es also auch, dass die EZB, und ich hatte es auch bei uns im Newsletter, den wir jeden Montag rausgeben, dann auch schon reingeschrieben gehabt, dass ich mich wundere, dass die EZB tatsächlich frühzeitig die Zinsen senkt. Normalerweise läuft die EZB ja eigentlich immer der Fed, also der amerikanischen Notenbank, hinterher. Das hat sie diesmal nicht gemacht. Und ja, natürlich, deswegen war es für mich auch noch gar nicht so unerwartet, dass sie gesagt haben, die Inflationsdaten, die sind noch zu hoch, weil sie sind ja auch höher als in den USA. Von daher beißt sich das nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass man natürlich die europäischen Staaten, die neue Schulden aufnehmen müssen, dass man die halt unterstützen will und dass man es deswegen schon mal gesenkt hat oder auch im Bereich Bausektor. Es wird ja fast im Prinzip nichts mehr gebaut, seitdem die Zinsen so hoch sind. Also ich tippe mal, das waren dann so eher die Beweggründe und weniger, dass die Inflation schon so super rosig aussieht. Aber gut, ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht, dass Sie gesagt haben, wir entscheiden mal selber, wir laufen nicht hinterher. Also von daher finde ich das positiv, auch wenn dann vielleicht die Inflation doch noch ein bisschen hoch ist. Aber es ist auch erstmal nur ein kleiner Schritt, der entsprechend runter ist. Wir haben, da will ich mal direkt darauf eingehen, einen sehr starken Nasdaq. Ja, Nvidia ist mittlerweile über 3 Billionen wert. Apple hat auch weiter hochgezogen, Microsoft auch. Also es ist Wahnsinn, dass es jetzt schon, meine, 3 Billionen, beziehungsweise 3 mal 3 Billionen Firmen gibt. Wahnsinn. Ich zeige es mal eben hier im größeren Chart. Da können wir uns das entsprechend anschauen. Na, das ist der Nasdaq. Ich gehe nochmal kurz hier auf den Tag zurück. Und hier sehen wir es sehr schön, also im absoluten Aufwärtstrend. Na, und halt auch hier dann halt nochmal gestern von hier unten direkt rübergezogen über das Allzeithoch. Also die Stimmung an den Börsen aktuell weiterhin gut. Deswegen für uns natürlich auch selbst Stundenchart. Man sieht es hier sehr schön long, also eigentlich alles so im Bereich long ausgerichtet. Ja, klar, es gibt immer wieder die Rücksetzer, die wir auch nach Allzeithochs haben. Aber wann das halt kommt, das weiß man nicht so genau. Und klar, jetzt kommen auch wieder viele Analysten, die sagen, kommt jetzt genau der Crash. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich bin da absolut ein Charttechniker, der da nach dem Charttrend geht. Ich bilde mir nicht ein, dass ich weiß, wann genau der Crash kommt. Irgendwann wird er kommen. Und dann werden natürlich auch die Crash-Propheten sagen, ich habe es doch gesagt. Aber es ist natürlich nicht gut, wenn man das beim Indexstand von 16.000 sagt und wir jetzt bei der Nasdaq auf 19.000 sind. Also von daher ist einfach so mein Tipp an dieser Stelle. Ich würde da immer nach dem Chart gehen und ich warte immer erst ganz gern ab, bis die Trendwende da ist und bis man erstmal sieht, dass die Märkte auch immer über mehrere Tage oder vielleicht auch über eine Woche fallen. Und dann kann man sich immer noch im Prinzip short positionieren, wenn man der Meinung ist, dass es da weiter runtergeht und dass es halt kein Dip war, wie man dann so schön sagt. Also von daher, das.
Ich wollte nur sagen, dein Grinsen kann ich ja bis hierhin sehen wegen Nvidia. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ne? Also für diejenigen, die es nicht wissen, aber ich glaube, die meisten wissen, es ist meine größte Position in meiner Altersvorsorge. Von da ist das natürlich für mich sehr, sehr schön, wenn gerade auch die Aktie hochgeht. Ich meine, ich habe auch eine Microsoft und auch ein paar andere Tech-Werte. Also generell bei mir, wenn Nasdaq hochgeht, ist das halt schon immer top, ne? Absolut. Genau, ne? Das ist halt eine sehr schöne Sache, aber das ist natürlich auch dann generell bei den Aktien, also man sieht es immer wieder, wie gut das für eine langfristige Vorsorge ist, einfach weil die Aktienmärkte weltweit halt steigen. Ne? Natürlich die einen mehr, die anderen weniger, aber dass sie steigen, ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen über einen Zeitraum von 10 Jahren und halt mehr. So, wir gucken mal eben rein, weil wir haben ja gleich auch schon die Markteröffnung. Gucken uns vielleicht noch ganz kurz den Dow Jones an, den wollen wir auch so ein bisschen mehr im Fokus behalten. Hier gehen wir auch mal eben auf die Stunde. Ja, da sieht es nämlich etwas anders aus. Ja, also da sieht man, wie sehr doch da der Unterschied drin ist zwischen den, in Anführungszeichen, klassischen Werten und aber den reinen Tech-Werten. Müssen auch vielleicht vorher nochmal aufs Tageschart gehen. Ja, hier sehen wir, dass wir hier noch nicht auf dem Allzeithoch sind. Wir waren aber vorher auch beim höheren Hoch. Na, hier zu dem, also von daher, jetzt, wenn wir das hier so sehen, ist der Aufwärtstrend hier intakt. Ich zeige das nochmal so nur ganz kurz. Wir haben also hier, dass wir hier oben das höhere Hoch haben. Dann haben wir hier ganz klassisch bisher die höheren Tiefs, also sehr schön. Das heißt also, auch hier können wir uns natürlich gucken oder sollte es meiner Meinung nach zumindest von der Trendtheorie her weiter nach oben gehen. Gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Stundenchart an. Nochmal, das wäre dann auch so die Intention, dass ich auch hier im Dow Jones eine Long-Position eingehen möchte, auch so mit dem Hintergedanken, dass der Dow etwas aufzuholen hat im Gegensatz zum Nasdaq. Also gehen wir mal hier wieder zurück auf die Stunde. Ja, da ist, was wir endlich haben, das hatten wir gestern noch nicht gehabt, dass wir auch hier das höhere Hoch haben. Ja, das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt also auch hier in dem, in Anführungszeichen, mittelfristigen Bereich haben wir, dass wir einmal den gesehen haben, dieser Schwung nach oben. Und dann kommt der Rücksetzer hier, da haben wir hier unser steigendes Hoch, dann haben wir steigendes Tief, haben wieder steigendes Tief. Dann war ganz wichtig, dass wir hier einmal von diesem Hoch auch das steigende Hoch haben. Das heißt also, hier wird es, denke ich, jetzt auch interessant, dass wir eigentlich nach oben hin ausbrechen sollten. Ja, und das können wir uns jetzt gleich mal im 5-Minuten-Bereich anschauen, wie es da aussieht. Aber so grundsätzlich einfach, weil alle Märkte sehr positiv sind, nach oben ziehen. Indien zum Beispiel ist jetzt auch wieder gut angestiegen. Die hatten ja auch einen großen Rücksetzer gehabt. Ist ja so die Volkswirtschaft mit dem größten Wirtschaftswachstum in der Welt mit über 7%. Also von daher, das ist alles aktuell sehr freundlich und die Stimmung, das ist immer auch das, was ich so ein bisschen nebenbei, neben der Charttechnik probiere mitzunehmen. Wie ist die allgemeine Stimmung? Ja, es gibt das alte Sprichwort, steigt Butter, steigt Käse. Also wenn eine Kaufstimmung da ist, ne, dann kann man auch halt gucken, wenn dann die Charttechnik nicht da komplett gegenspricht, dass wir uns dann auch entsprechend positionieren. Und das haben wir hier. Ja. Wir haben also, was ich gerade gezeigt habe, langfristig höheren Hochs, also charttechnisch Aufwärtstrend, kurzfristig hier im Stundenchart auch ein Aufwärtstrend. Und das können wir jetzt da mal gucken, dass wir das also im Daytrading-Bereich, im 5-Minuten-Bereich umsetzen können. Warten wir nochmal 5 Minuten ab, haben jetzt fünf vor halb, also kurz vor der Markteröffnung. Zoom jetzt hier noch ein bisschen raus. Ne? Hier sehen wir das mit diesen steigenden Tiefs und auch hier den, ja, langsam steigenden Hochs. Also das passt soweit. Also auf der linken Seite Dow Jones, auf der rechten Seite Nasdaq, der sowieso im Aufwärtstrend ist. Da gehen wir nochmal auf 5 Minuten. Und wir sehen hier, ja, das 15 bis 14:30. Das war bei der Pressekonferenz, da gab es einen kleinen Sprung nach unten hier, also nach oben. Das war eine fallende Kerze, ja, durch die Pressekonferenz. Ja, aber jetzt gleich mal schauen, wie es hier weiter aussieht. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. So, gehen wir auch noch mal rein.
Schauen wir mal gleich. Jetzt haben wir noch 3,5 Minuten. Sonstige Wirtschaftsdaten stehen, meine ich, nicht an. Das gucken wir mal direkt. Hier Donnerstag. Na genau, also dann spricht nochmal die EZB-Präsidentin gleich. Aber gut, aber die Pressekonferenz von ihm war ja schon, also da würde ich jetzt mal nicht so viel also tippen, dass das da so viel passieren wird. Aber wie gesagt, wichtig ist halt hier, dass wir die Zinssenkung haben von 4,5 auf 4,25. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe sind relativ gleich geblieben. Also auch da hat sich jetzt nicht so viel gewandelt. Dann gehen wir zurück in unser Chart. Zoomen hier noch ein kleines bisschen raus. Beziehungsweise zu viel, da sehe ich zu wenig. So. So ist doch besser. Ich möchte jetzt halt ganz gern nur kurz die Marktöffnung abwarten, ne? Weil das ist immer was, was wir dann nicht wissen, welche Ordern werden ausgeführt. Ja, sonst wäre das jetzt im Prinzip hier schon, dass wir hier über diese kleine Seite rausgehen, wäre eigentlich schon ein guter Long-Einstieg gewesen. Aber so kurz vor Markteröffnung, das wäre schon typisch oder es ist schon typisch, dass wir dann auch nochmal irgendwie hier zurückkommen, ne? Dass erst die ganzen Ordern von der Nacht ausgeübt werden. Deswegen möchte ich das mal abwarten. Ne? Also, kann immer eine Überraschung sein, je nachdem, in welche Richtung es geht. So, 40 Sekunden noch. Ja, der Dow zieht schon nach oben. So, Markteröffnung kommt. Google, Nvidia sehr stark gestartet, Apple auch. Ja, das glaube ich. Also die Börsenstimmung, die ist tatsächlich aktuell ja also fast schon für meinen Geschmack zu gut. Ja, die sind alle sehr positiv gestimmt, ja.
Es ist halt immer interessant, wenn man das Börsengeschehen und so mitbekommt, dass dann, als die Kurse viel, viel tiefer waren, dass dann viel, viel mehr Pessimisten da waren. Und eigentlich jetzt ja, wo es alles sehr teuer wird, dass dann auf einmal die Pessimisten alle halt weg sind. Also außer halt die, was ich eben meinte, die dann sagen, kommt jetzt der große Crash oder so. Und das ist ja Ja. eigentlich was, eigentlich müsste man ja, umso weiter die Kurse steigen, dann eher sagen, so jetzt kann mal ein Rücksetzer kommen. Aber dass sie jetzt so sorglos umgehen, das verwundert mich auch so ein bisschen. Nvidia braucht noch 3% und dann wird Nvidia auch Microsoft überholen. Ja, krass. Das hätte ich mir vor 2 Jahren nicht träumen lassen können. Ja, das stimmt. Aber die drucken halt auch Geld aktuell, ne? Das ist einfach Wahnsinn. Also die haben ja wirklich ein Quasi-Monopol und weiß nicht, wie sie es schaffen, aber was man halt so hört, auch in den ganzen Rechenzentren, oder letztens war ich mal im Forschungszentrum in Jülich, die haben da so 20.000 Prozessoren und Supercomputer stehen, und die ganzen GPUs, die da drauf sind alle von Nvidia. Ist keiner von AMD dabei oder so. Ja, vor allen Dingen auch sehr, wie ich finde, unaufgeregt, ne? Wenig Stress links und rechts, konzentrieren sich auf sich und ja. So, der DAO hat was anderes vor, huh? Ja, genau, das ist das, was man halt dann leider nie so weiß. Ja, wo wir jetzt auch ein bisschen anders kurz gucken können. Wenn man hier das Alte hoch, und ich bin ja ein großer Freund davon, auch mit dem Fibonacci zu arbeiten, das kann man einmal einzeichnen. Gesagt, dass wir da die erste Marktbewegung nutzen wollen. Zeichne ich einmal ein. Dann, ja, das kann ein bisschen schnell, kommen wir mich ja auch genau auf die 118, die ganz gut handeln kann, aber nicht schlimm. Das passiert schon mal an der Börse, dass man nicht schnell genug ist. Nochmal eben, müsste auch das hoch gewesen sein. Ja, von daher passt das. Ich gucke gerade jetzt hier im Nasdaq. Haben wir eigentlich genau die Umkehr gerade gehabt, die ich ganz gerne handle normalerweise. Aber warten wir noch ein bisschen. Microsoft zieht jetzt auch an. DAX beruhigt sich ein bisschen nach der ersten Reaktion nach der EZB. War aber auch gar nicht jetzt so viele Punkte im DAX, ne? Nein. Überschaubar. Welche Indikatoren benutzt du, wird hier gefragt. Also, oh, sorry, gar nicht hier mitgelesen. Genau, ist einmal jetzt hier das Fibonacci Retracement, ne? Ich glaube, das ist bekannt. Und dann sind es noch zwei gleitende Durchschnitte. Einmal der 55er, das ist der mittlere, und einmal der 21er.
Und hier, also beziehungsweise das Rot-Grüne, das ist noch ein eigener Indikator, das ist der Smart Trend Indikator, also der mir entsprechende Trends halt anzeigt. So, jetzt muss ich mal eben gucken, weil ich möchte eigentlich ganz gern schon hier irgendwo long rein. Ich würde mal probieren wollen, hier über die 138, wenn er hier durchfällt, mit dem Tief und Tief reinzukommen. So, Moment, das wollte ich nicht. Der Fibonacci irgendwo drin lassen. Also ich schreibe es mal auf hier. Also von den sind es der 21er und der 55er gleitende Durchschnitt. Na, das sind die, die ich für einen Trendhandel, für einen Rücksetzer gerne nutze. Heißt also, wenn der Kurs hochgeht, haben wir hier den gleitenden Durchschnitt, na, und er kommt dann wieder runter, dann kann man hier perfekt auf dem aufsetzen und dann sollte es eigentlich in die Richtung weitergehen. Der Dow ist leider nicht weit genug runtergekommen. Aber so gesehen nicht schlimm, na, weil mein erster Einstieg wäre vom Setup her gewesen, 118. Das hätte mir nicht viel gebracht. Der hätte mich dann nämlich jetzt hier auch dann ausgestoppt. Also von daher habe ich jetzt da nichts verloren. Also alles in Ordnung soweit. Also mal gucken hier, ob der Nasdaq das höher hoch schafft. Ja, das wäre auch wieder das Indiz, dass wir da weiter steigen können. Dann wäre hier auch der Long-Einstieg interessant. Beziehungsweise, ich möchte ihn eigentlich den direkt nehmen. Wir waren jetzt schon so häufig hier, der sollte eigentlich sein Allzeithoch gleich knacken. So, ich bin jetzt hier eingestiegen. Ich spekuliere einfach jetzt sehr stark darauf, dass er sein Allzeithoch jetzt dann hier nochmal knacken wird und ein bisschen steigen wird. Aus welchem Grund, will ich nochmal zeigen, hatte ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, wir waren jetzt hier oben und wenn wir jetzt auch jetzt mal hier so ein Fibonacci drauf machen, zeige ich mal eben auf hier die Bewegung. Ja, wir waren jetzt hier an der 23, das ist typisch, dass er mal abprallt. Na, das haben wir häufiger. Aber er ist jetzt schon zum vierten Mal mit der Kerze hier oben. Das heißt so, einfach so die alte Regel ist bei uns immer, ja, umso häufiger ein Widerstand angetestet wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durchgeht. Was nicht heißt, dass er durchgehen muss, aber die Wahrscheinlichkeit steigt halt an und jetzt zum vierten Mal hier oben. Und da ist einfach mein ganz starker Tipp, dass wir hier über die 0% gehen. Und deswegen auch, wenn er über die 0% geht, also wenn er das hoch macht, dann würde ich auch direkt meinen Stop-Loss nachziehen, weil da sollte er eigentlich hier oben nicht eine Bremse eintreten, sondern er sollte dadurch halt, dass wir da keine Widerstände haben, sollte er eigentlich nach oben weiter durchgehen. Zumindest mal 20, 30, 40 Punkte, sowas. Ja, das war der Grund, weswegen ich den jetzt auch nicht verpassen möchte. Ich gehe davon fest aus. Habe natürlich trotzdem mein Money Management drin. Ja, dass wir hier das Risiko haben von einem halben Prozent.
Ja, aber deswegen wollte ich halt jetzt hier direkt rein. Nur Fibonacci können wir jetzt rausnehmen. Interessiert uns eigentlich nicht, wollte nur zeigen, wegen der 23%, weil das häufig ist, dass er da abprallt. Was können wir rausnehmen hier? Das Gleiche gilt aber im Prinzip hier auch. Auch im Dow Jones würde ich gerne rein. Wenn wir da achten, das ist aber ein bisschen weit. Zu spät. Zu spät leider. So, Fibonacci müssen wir rausnehmen. Wir sind jetzt hier über die 0%. Ne? Damit ist der alte Fibonacci-Plan bei mir immer hinfällig. Genau, da war dann der. Ja, und wieder das höher hoch. Das passt ja soweit. So, hier ist der alte Widerstand. Das würde ich dann als nächstes probieren wollen, weil das ist immer so was, wenn ich quasi zu spät bin, ne, um eigentlich mal hier unten reinzukommen, dass er dann hochsteigt, dann würde ich als nächstes immer probieren, den Rücksetzer zu nutzen. Also ich würde jetzt halt ungern nachspringen. Das ist einfach das, damit habe ich mal, in den ganzen Jahren aber immer relativ schlechte Erfahrungen gemacht, wo man doch dann häufig da drin ist, wo dann erstmal rumdreht. Deswegen werde ich jetzt hier noch ein bisschen abwarten. Hoffe eigentlich, dass der Nasdaq jetzt auch mal weiter steigt. Wie der gerade eben so gesagt, dass der so einen guten Druck nach oben hat. Aber der ist ja noch drin. Warten wir da mal ab. Auch wenn jetzt hier die grüne Kerze kommt, heißt von unserem Trendindikator, ist halt jetzt long. Ne? Der Abstand hier, der ist für mich jetzt zu weit. Ne? Das ist nicht wirklich interessant. Das sind ja dann, wenn wir das mal ausmessen hier, sind das 122 Punkte. Ja, dementsprechend, da habe ich einen viel, viel zu weiten Stopp. Deswegen ist das etwas, was nicht lohnt. Sonst wäre richtig, hätten wir hier das Long-Signal vom Trend her. Aber dadurch, ich möchte halt lieber mit einem etwas engeren Stopp rein, damit ich dann auch in der höheren Menge reinkomme. Deswegen ist für mich, selbst wenn er jetzt laufen sollte, ist das gar nicht so interessant. Ja, ich möchte dann lieber, dass er den Rücksetzer macht. Da ist jetzt immer gerade hier ausgestoppt worden. Okay. Und doch etwas den stärkeren Rücksetzer gemacht. Na, dass wir also dann hier entsprechend den etwas weiteren Rücksetzer machen, dass ich dann mit einem engeren Stopp halt reinkomme. Nochmal, das ist halt mein Trading oder mein Ansatz ist, dass ich mit einem höheren CRV Chance-Risiko-Verhältnis handle, dementsprechend also auch natürlich mehr Trades habe, die halt nicht laufen, aber ne, darin bin ich glaube ich ganz gut, dass wenn die Trades laufen, dass ich halt die Gewinner entsprechend länger laufen lassen kann. Ja, und das Setup ist halt auch im Regelfall nur dann interessant, wenn ich halt mit einem etwas engeren Stopp halt reinkomme, weil sonst müsste er ja alleine für ein R, also für eine Risikoeinheit 120 Punkte machen.
Ja, Nasdaq gemacht und rutscht jetzt sogar deutlich weiter runter. Deutschlands kommt aber nicht mehr runter, Wahnsinn. Jetzt steigt er richtig gut hoch. Erstmal unten angetäuscht und jetzt nach oben wie eine Rakete. Ja. Aber ihr seht, ich hatte ja eben noch den hier auf der 138 liegen gehabt. Und das wäre dann ein Stopp gewesen, ungefähr so viel. Wenn der kommt, dann wird es natürlich halt interessant, weil man dann natürlich hier 1, 2, 3, dann wahrscheinlich schon 4 eher hätte. Aber das ist halt so der Nachteil der Strategie. In dem Moment, wenn ich natürlich, ich sag mal, ne, mit einer sehr starken Präzision rein will in den Markt, das kommt halt manchmal, das kommt halt ja nicht so häufig vor. Also von daher ist es bei meiner Strategie absolut in Ordnung, dass so ist. Es ist natürlich immer schade, wenn man da knapp nicht reinkommt oder auch. Wenn man dann eben vorher sagt, ich probiere nochmal hier long ranzukommen. Aber manchmal geht es halt auch dann einfach zu schnell. Ne? Da muss man sich selber, oder ich muss mich da an meine eigene Nase packen. Ich hätte ja auch schneller sein können. Also das wäre dann was, wo man auch dann, auch wenn man sowas schon lange macht, immer wieder auch dann selbst reflektiert und sagt so, bei solchen Sachen, da musst du einfach halt vorher dann doch noch ein bisschen schneller sein. Ja, also das passiert mir auch immer noch wieder, dass man da in Anführungszeichen Fehler macht, die nicht hätten sein müssen. Und da muss man gucken, dass man das dann auch daraus immer wieder oder ständig lernt und dann das halt für die Zukunft entsprechend besser machen kann. Ja, weil Dow Jones hat ja genau das gemacht, was er eigentlich sollte, nämlich da oben hinlaufen. Und man hat aber nichts verdient, das ist natürlich immer schade. Aber wie gesagt, das gehört mit zum Börsenspiel oder mit zum Trading-Spiel. Nasdaq mal anschauen. Ah, da haben wir jetzt hier, ich muss mich ein bisschen beeilen, haben wir jetzt hier, wenn wir das höchste hochnehmen hier, haben wir, dass der Kurs hier runter geht dann rauf. Und ich sagte, ich möchte immer ganz gern auf diesen ersten Knick, da möchte ich die 100% drauf setzen. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt mache, muss mich ein bisschen beeilen. Weil ich habe den Anstieg noch nicht abgeschrieben. So. Also ich möchte jetzt hier probieren, bei der 118% entsprechend long einzusteigen. Ja, einfach weil, wie eben gesehen, wir sind ja Tageschart, Stundenchart, auch 5-Minuten-Chart sind wir im Aufwärtstrend. Ne? Von daher, das wäre interessant, dass wir dann, wenn es so einen stärkeren Rücksetzer gibt, dass ich hier reinkomme, dann entsprechend wieder das, was mir gut gefällt, einen relativ engen Stopp von Punkten. Wenn er dann hochläuft, dann wird es natürlich ganz, ganz interessant werden. Mal gucken, ob wir jetzt da gleich noch runterkommen.
So, Dow Jones, ich kann noch mal kurz ein bisschen weiter angucken. Also den können wir auch gleich probieren, wenn wir hier runterkommen. Das ist eigentlich so der Klassiker, den ich aber auch tatsächlich wirklich gerne handle. Heißt also, wenn wir Folgendes haben, den Kursverlauf, ne, der so irgendwie geht. So, ne, und dann haben wir ja hier oben starken Widerstand. Und dann wird ja der Widerstand zur Unterstützung. Es geht so rauf und dann kommt der Rücksetzer. Und dann kann man hier entsprechend in Long Richtung einsteigen. Das was gerade, wenn es ein starker Ausbruch ist, was auch von der Wahrscheinlichkeit häufig funktioniert, also eher in 6 von 10 Fällen als halt als in 5 von 10 Fällen. Also das wäre auch was, wenn wir hier gleich weiter runterkämen, hier so auf dem Bereich, was ich dann auch definitiv nochmal probieren möchte. Aber das gucken wir gleich an, einfach nur, dass ihr das schon mal mitbekommt. So, Nasdaq kommt jetzt langsam runter. So, mal sehen, ob er das tief für tief macht. Ja, der DAX ist auch noch nicht gewillt, die Richtung nach oben zu wechseln, aber DAO ist sehr stark. Ja, Wahnsinn. Deswegen, das ist ärgerlich, dass ich da nicht drin bin, aber wie gesagt, da kann ich in den Spiegel gucken und weiß, wer dafür die Verantwortung trägt. Ja, irre, ne? Also eigentlich exakt das, was ich ja meinte mit dem Nachholbedarf. Das hat man ja häufiger da mal, dass so die, muss man ja sogar da schon sagen, die Aktien aus der zweiten Reihe, wenn man das vergleicht so mit den ganz großen, dass sie dann nachziehen oder die Aktien aus den anderen Branchen. Weil ich glaube, eine Apple hatten wir uns ja mal angeschaut, eine Apple ist ja drin im Dow Jones, aber halt mit einem relativ kleinen Gewicht, meine ich. So, jetzt geht Nasdaq zum Tief, aber immer noch nicht durch. Na, Dow Jones zieht und zieht, Wahnsinn. Das ist der DAX. Das von heute Morgen wieder abgeben, war auch mal wieder ein bisschen mehr Volatilität drin, das ist schon mal schön. Oh, Nvidia, relativ starker Abverkauf gerade.
Ja, danke dir, Nils. Jetzt ist meine Laune wieder schlechter. War Nein, nicht alles meine gut. Absicht. Nein, alles gut. Das gehört mit dazu. Ja, es ist ja auch logisch, dass sich da auch mal Leute von Aktien wieder trennen. So, absolut, apropos trennen, haben jetzt hier auf der rechten Seite fast gedacht, dass wir da gleich drin sind. Dann natürlich hoffentlich auch, dass der Kurs an der Marke dreht. So, ich habe gerade mal geguckt, Apple 3,3% Gewichtung. Dow Jones, ne? Ja. Ja. Genau, das ist natürlich wenig im Verhältnis zu der Marktkapitalisierung. Ich habe mich jetzt gelesen, dass die großen drei oder großen vier, die also Microsoft, Apple, Nvidia, die haben, glaube ich, 20% mittlerweile 20%, Gewichtung korrekt, hat es, im ja, hat S&P es noch nie 500. gegeben. Also ja, Hat es Wahnsinn. noch nie gegeben, ja. Ja, und da ist dann natürlich Dow Jones viel weniger, ja. Meistens waren so, hast du wenigstens die Top 10 noch drin gehabt und etwas zwischen 10 und 15% Gewichtung gehabt, aber eben mehr als 10 Aktien. Und hier bist du mit drei unterwegs und hast 20%. Das ist einfach unglaublich. Ja, vor allen Dingen der 500 größten Unternehmen in den USA. Ja, Wahnsinn. Oh mein lieber Mann, das wird Nasdaq wirklich stark abverkauft. Hoffe ich, dass die Ja, 138 hier hält. da ist echt ein bisschen Druck drauf, gerade bei Nvidia. Anscheinend nehmen ein paar Leute Gewinne mit. Browser geht. Tesla Ja, auch wichtig. ein st Das glaube starkes ich. Also, Reversal. meine, morgen kommen ja auch noch die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, 14:30. Also auch von da ist ja auch häufiger mal, dass am Tag davor dann sich auch Leute von Aktien trennen, wenn man da nicht so genau weiß. Aber beim letzten Mal waren sie ja zum ersten Mal schlechter ausgefallen als gedacht. Na, aber wer weiß natürlich, was morgen kommt. Also auch das Ja. ist dann ja dann auch häufig so in so einer Woche, dass es dann erstmal hin und her geht oder auch erstmal wieder ein Abverkauf kommt oder gegen den Trend halt ein Verkauf kommt. Na, das sieht nicht gut aus. So kein Drive nach oben so. Ja, so ein bisschen von Growth in Value, ne, im Moment. Ja, so sieht es aus. Ne? Ein Firma schreibt noch bei Nvidia eine Divergenz im RSI-Tageschart in W5. Was ist W5? Oder meinst du damit eine Welle 5 im 20-Minuten-Chart, also eine Elliott-Welle? Also Welle 5, ja. Ja, Welle 5, dann habe ich es richtig gedeutet, 5. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich was man halt häufig halt gerade auch häufig hat, wenn man sehr starken Aufwärtstrend hat. Ne, selbstverständlich kann es immer sein, dass halt dann, also Welle 5 heißt ja dann, dass es eigentlich jetzt wieder eine Korrektur kommen sollte von der Elliott-Wellentheorie, beziehungsweise auch eine Divergenz heißt ja eigentlich, dass dann eine Korrektur kommen sollte. Hat man aber tatsächlich solche Sachen sehr, sehr häufig und gerade halt auch, wenn man starken Trend hat, da muss man vorsichtig sein,
dass es dann immer sein kann, dass es halt trotzdem weiter hochgeht. Also ich weiß auch nach meinem letzten Video zu Nvidia, wo die noch, sagen wir mal, 10, 20% tiefer standen, da hatte ich auch gesagt, ich bleibe einfach im Trend mit dabei. Da waren auch schon Anmerkungen da, ja, dass da jetzt Widerstände wären oder dass halt auch irgendwas ausläuft und dann geht es halt doch weiter rauf. Also ich weiß halt für mich aus meiner Erfahrung, dass halt gerade, wenn es so Richtung Allzeithochs geht und eine Aktie sehr stark im Trend ist, dass Übertreibungen, selbst wenn sie vielleicht fundamental nicht gerechtfertigt sind, dass sie doch teilweise sehr, sehr lange anhalten können. Und das ist halt der Grund, weswegen mir das tatsächlich, wenn die Aktie so stark steigt, dann kann da charttechnisch kommen, was möchte. Da will ich erst halt reagieren, also tatsächlich, wenn ich sehe, dass der Kurs dreht. Ne, wie sonst in Theorie passt das alles, ne, das sind auch alles gute Signale. Ich persönlich setze sie halt nicht bei so starken Trends ein, sondern halt eher dann ein, wenn ich halt auch Wertpapiere habe, die dann da mehr schwanken oder wo ich halt häufiger sehe, dass auch dann entsprechende Rücksetzer kommen. Also ich bin immer bei so einem Allzeithoch, gerade wenn das so durchbrochen wurde, so ein Allzeithoch, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und auch ergänzend für unsere Statistikfreunde, nach der Ankündigung eines Stock-Splits ist auf die nächsten 12 Monate betrachtet die Aktie sehr positiv. Ah, gut, das ist schon mal gut. Und auch hier, ne, da sieht man, ich hatte ja gerade gesagt, wir sind wahrscheinlich gleich raus. Ich sagte schon ein paar Mal, mein Bauchgefühl ist immer noch genauso schlecht, wie es vor 13 Jahren war. Also darauf kann ich nichts geben. Aber deswegen ja auch, sag mal, meine Regel, wenn ich in einem Trade drin bin, ich nehme den nicht irgendwie früher raus oder so, ja, weil ich halt weiß, dass meine Emotionen auch immer noch da sind, immer noch, wie gesagt, ganz genauso schlecht sind. Und tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass der nach unten saust, Vollbremse und jetzt erst nach oben geht. Ne, aber deswegen ist es halt, oder dafür brauchen wir halt ein Handelssystem, dass wir halt diese Meinung, die wir dann häufig haben, dass wir die einfach rausnehmen können. Einfach sagen, okay, von meiner Charttechnik her, diese Übertreibung, die 18%, geht doch mal ein bisschen weiter, wie man sieht. Ne, das kommt häufig. Und dann dreht der Kurs erstmal, das haben wir jetzt hier. Jetzt bin ich auch schon ein R vorne. Ne, das ist gerade das Schöne, weswegen halt, ich sagte, war der hier für mich nicht so interessant. Einfach halt, weil 130 Punkte hat er wahrscheinlich jetzt noch nicht mal gemacht. Ja, doch knapp gemacht. Ne, aber man sieht ja hier, wenn ich mit einem engen Stopp reinkomme, dann habe ich das eine R verdient. Ne, und wenn natürlich jetzt weiterläuft, dann bin ich viel, viel schnell, habe ich dann diesen Hebeleffekt, diesen Multiplikator drin. Ja, und deswegen ist das halt etwas, selbst wenn ich halt sehe, dass ich damit recht hätte, dass er steigt, aber es ist für mich immer halt die Überlegung immer sehr interessant, dass ich mit einem engen, nach Möglichkeit mit einem engen Risiko reinkomme. Jetzt hat er erstmal das gemacht, was ich möchte. Deswegen ziehe ich jetzt nach, weil das ist exakt das, was ich nicht weiß. Ich kann nicht sagen, dass wenn er hier diese Übertreibung macht, dass er dann tatsächlich bis hier oben hinläuft. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass er erstmal an dieser Zone typischerweise abprallen sollte. Da ist die Wahrscheinlichkeit erhöht. Das hat er jetzt gemacht. Aber jetzt ist halt die Frage, wird dieser leichte Abwärtstrend fortgesetzt? Aber ich spekuliere ja hier auf eine Trendumkehr von diesem leichten Abwärtstrend. Ich zeige das mal eben. Wir haben ja hier, haben wir ja so ein, so, geht ja so, ne? Das ist ja eigentlich so ein leichter Abwärtstrend, wenn man das hier so sieht. Und jetzt ist halt dann die Frage, jetzt ist er hier so raufgegangen, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wenn der Abwärtstrend sich fortsetzt, dann geht es halt so weiter runter. Dann möchte ich natürlich nicht mehr im Markt sein, weil dann wird er das tiefere Tief hier unten machen, wo mein Stop-Loss gesessen hat. Oder aber, das ist natürlich die Spekulation, die ich habe, wir sehen hier eine Trendwende, also in diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Die Trendwende, die dann hoffentlich halt hier nach oben geht. Also deswegen einfach, dass ihr das nachvollziehen könnt, warum ziehe ich jetzt meinen Stop-Loss nach? Mal hier Dow Jones. Ich habe ja gesagt,
interessant wird es, ne, wenn wir wieder runterkommen, dass ich einfach mit einem engen Stopp einsteigen kann. Folgendes Szenario jetzt hier. Mal gucken, das müsste hier der 21er sein. Genau, das ist der 55er. Ja, das ist halt jetzt, wo wir den Trend haben. Ja, Trend heißt ja, dass wir den Ausbruch haben. Wir sehen auch, das ist immer wichtig, dass hier wir einen größeren Abstand haben zwischen den gleitenden Durchschnitten. Und jetzt hat sich der Kurs, was er genau machen soll, hat sich hier oben weit entfernt vom gleitenden Durchschnitt. Ja, der gleitende Durchschnitt wird jetzt gleich hier ansteigend sein. Das heißt, jetzt will ich genau den Trendeinstieg nutzen. Das heißt, wenn der jetzt runterkommt, würde ich genau, wenn er hier auf den 21er gleitenden Durchschnitt kommt, möchte ich long einsteigen mit Stop-Loss, mit einem Puffer unter dem 55er gleitenden Durchschnitt. Ja, dann ist das Setup, also das ist quasi, also die gleitenden Durchschnitte ist mein Setup im Prinzip, wenn ich sehe, dass wir einen Trend haben und ich will den direkten Rücksetzer handeln. Dafür nutze ich die gleitenden Durchschnitte. Wenn ich direkt in den Trend rein möchte, also dass ich quasi so und es geht hoch, dann will ich rein. Dafür nutze ich halt dann diesen Smart Trend Indikator, der also mir rot-grün anzeigt. Ja, da komme ich direkt in die Marktbewegung rein. Und für die größeren Rücksetzer und in Anführungszeichen für die antizyklischen Einstiege, ja, also mal zum Beispiel, ne, wenn du halt sagst, irgendwie, hier hast du ein höheres Hoch, du willst einen Rücksetzer, du willst irgendwo hier unten einsteigen. Das ist dann was, was man häufig mit dem Fibonacci relativ gut abmessen kann. Also wie wir es halt jetzt hier auf der rechten Seite hatten, wo wir zumindest jetzt erstmal drin sind. Wir haben uns wieder eine Chance herausgearbeitet. Also deswegen habe ich da quasi die unterschiedlichen Werkzeuge in meinem Werkzeugkoffer. Und aber klar, ihr seht immer, für mich ist immer noch wichtig, ich kann die nicht einfach stur anwenden. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen und muss halt mir auch gewisse Szenarien überlegen. Was bin ich der Meinung? Was kann eintreffen? Und das mache ich halt mit dem Big Picture, das heißt mit dem größeren Bild. Wo im Prinzip stehen wir in dem übergeordneten Trend? Ne? Wie ist die allgemeine Marktstimmung? Was man halt so mitkriegt? Ja, und dann ist halt, dass man dann schon eine gewisse Meinung ableiten kann aus dem übergeordneten Trend, ne? Dass ich halt sage, ich will tendenziell eher long rein. Ne? Und dann suche ich mir dann natürlich darüber halt auch dann die entsprechenden Long-Handelssignale. Also das ist etwas, was man meines Erachtens noch nicht loslösen kann. Wir wollen also nicht stur nach irgendeinem Indikator einsteigen. Wenn wir das oder wenn das immer funktionieren würde, sagte ich schon mal in einem anderen Webinar, dann würde ich euch das Ganze programmieren. Dann müssten wir hier nicht vor dem Bildschirm sitzen. Also der Timer schreibt, wenn wieder tatsächlich zurückkommt, weil also jetzt die Welle 5 ausgebildet ist und dann zurück zur Welle 4, das wäre bei einem Kurs von $1.069. Ja, danke schön für die Info. Ich werde dann mal drauf gucken nachher. Bin ich mal gespannt. Auch seltener, dass so diese kleinen Widerstände, Unterstützung, dass die so massiv sind. Ne? Wenn ich das hier so sehe, also das sieht man selten, finde ich, dass so 3, 5 oder 4, 5 Minuten, nee, 3, 5 Minuten Kerzen so dasselbe hoch haben. Ja, also aber auch hier oben, auch das, 4 Kerzen das gleiche hoch und kein Durchbruch. Also finde ich, sieht man selten. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das auch so seht. Aber wie gesagt, deswegen halt auch, dass ich eben sagte, ich will da oben eigentlich long rein. Wenn das vierte Mal hochkommt, dann müsste eigentlich durch. Ja, müsste. Aber dann sieht man, dass auch die unwahrscheinlichen Sachen natürlich kommen können. Aber trotzdem, also grundsätzlich, wenn wir in Aufwärtstrend sind und sind hier oben und da kommt gerade wenn so eine Kerze, die kommt hier oben an, die geht stärker runter, kommt wieder hoch, geht wieder was runter, kommt dann nochmal hoch, eigentlich ein richtig gutes Setup, dass man da dann mit dem Ausbruch probieren kann, long einzusteigen. Also einfach auch das, dass ihr das so im Hinterkopf habt, ist was ich gerne, gerne handle und wo ich dann auch tatsächlich mutig und halt relativ zügig dann einsteigen möchte. Frage kommt, ob wir einen Supply-Demand-Indikator haben. Hier im MetaTrader 5 meine ich nicht, also müsste man extern einfügen.
Ich nutze es nicht, ist aber einfach nur deswegen, weil das ist einfach nur ein anderer technischer Indikator. Ja, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Sachen, die man nutzen kann. Gibt es aber mit Sicherheit für den MT5 auch. Man kann mal schreibt, es geht um den Dow Jones, dass er da eine Supply-Zone erreicht hat. Ja, das kann gut sein. Sollen wir hier ein bisschen rauszoomen. Genau, ne, das ist dann im Prinzip hier. Na, aber letzten Endes, gucken wir, ob ich jetzt den Kurs her, das war hier. Das war, glaube ich, Daten, sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt habe ich hier diese Linie schon drin. Und auch da sieht man, dass man auch damit so einen Widerstand dann halt sowas abgreifen kann. Und also deswegen gibt es sehr, sehr viele Wege, die man da nutzen kann. Also da kann ich gar nicht sagen, das hat ein oder andere besser. Ich kann einige Börsenhändler, die seit 20, 30 Jahren am Markt sind, bei der eine nutzt nur Bollinger Bänder, der andere nutzt nur Elliott-Wellen. Ich bin großer Freund halt von Fibonacci. Also von daher, da führen ganz, ganz viele Wege nach Rom an der Börse und dementsprechend, ne, nutzt tatsächlich das, wo ihr sagt, dass ihr damit gut klarkommt. Und also ich sag mal, diese Aussagen, die man häufig mal hört, ja, nee, das eine funktioniert nicht, nur das andere funktioniert, das finde ich mal, das ist, ja, wenn das, nur weil das für dich nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass das nicht für einen anderen funktionieren kann. Also es ist, das sind alles unterschiedliche Charaktere und da muss auch jeder im Traden so seine Instrumente finden oder Werkzeuge finden, wo er sagt, mit denen kann ich halt gut arbeiten und der andere arbeitet halt damit mit anderen Instrumenten und mit anderen Werkzeugen. So, Nasdaq ist jetzt hier noch relativ verhalten. Aber nicht schlimm, wie gesagt, der ist ja abgesichert. Also da ist die Chance auf jeden Fall da. Ich will definitiv bis hier oben hingehen, also bis zur 38. Da würde ich dann mal schauen, ob er hier halt durchkommt oder nicht. Da müssten wir auch schon ganz gut vorne sein. Ich gucke mal. Da sind es dann 584 Euro schon. Also ist man schon immer gute 2 R vorne. Manchmal ganz schön ist, würde aber mal probieren, darauf zu spekulieren, dass er entsprechend durchgeht. Einfach halt, weil wir ja im starken Aufwärtstrend sind. Dow Jones, wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wann kommt der runter, wie das Setup wäre, dass er entsprechend an dem schnellen gleitenden Durchschnitt abprallen sollte. Stop-Loss unter den etwas langen, den 55er gleitenden Durchschnitt. Ja, und ansonsten haben wir alles soweit abgesichert. Von meiner Seite, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, dass ich wieder so ein bisschen den Einblick, also mir ist immer wichtig, dass so die Gedankengänge, dass ihr die mitbekommt, wie die beim mir sind, ne? Und dann könnt ihr ja gucken, was ihr für euch daraus mitnehmen könnt. Und hoffe, dass ich immer wieder gewisse Sachen anregen kann. Und dann wünsche ich zumindest bei uns ist hier zum ersten Tag mal blauer Himmel, Sonnenschein, dass das Wetter so bleibt, wünsche ich allen ein tolles Wochenende und freue mich, wenn ich viele von euch im nächsten Webinar wiedersehe. Danke dir, Nelson. Dankeschön, Marc. Ja, drücke ich dir natürlich weiterhin die Daumen für Nvidia. Vielen Dank für das Webinar heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Noch einen erfolgreichen Tag. Nicht vergessen, morgen noch Non-Farm Payrolls. Könnte noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Und von daher passen Sie auf viele Positionen auf und viel Erfolg. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.